Promi-Geflüster natürlich wieder, ja, wie schon die ganze Zeit, die letzten Wochen und Monate, von Homeoffice. Geht nicht anders. Corona, jetzt sind es wieder verschärfte Regeln. Also, man blickt schon gar nicht mehr durch. Aber das soll heute gar nicht unser Thema sein, denn ich freue mich ganz besonders, heute einen Sänger, Musiker da zu haben, der heute wirklich sein Erstlingswerk, kann man sagen, präsentiert, obwohl er eigentlich schon vor 15 Jahren von sich reden gemacht hat, damals bei DSDS, mit der rauchigen Orkanröhre. So ist es im Pressetext erwähnt. Begrüße ich ganz herzlich Mike Leon Grosch. Grüße dich. Hallo Frank. Hallo liebe Fans von Promi-Geflüster. Es ist tatsächlich 15 Jahre her und dieses Orkan-Ding hat tatsächlich Dieter Bohlen damals gesagt. Der hat gesagt, Mike, du hast ein Organ wie ein Orkan. Und das stand dann damals ganz groß in einer sehr großen deutschen Tageszeitung. Okay, sehr gut. Nee, also, das prägt dich natürlich auch und sind auch jetzt letztes Jahr, glaube ich, waren es, oder von 2019, 2020, zwei tolle Titel entstanden. Und zwar wunderschön und Richtig. Nicht mal eine Stunde. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir heute sprechen. Vielleicht wird es auch eine Stunde, wer weiß. Kommt drauf an. Es wird wahrscheinlich nicht mal eine Stunde, genau. Genau. Ja, das waren zwei super Titel, die im Jahr 2020, wir haben im Januar mit Wunderschön angefangen und das Ding spielte etwas kürzer vorher. Wir haben uns im September, mein Manager und mein Produzent und ich, wir haben uns im September zusammengesetzt und wir waren über Jahre gut miteinander befreundet, haben aber nie was zusammen wirklich gestartet. Man kennt sich halt einfach nur so aus der Szene. Mhm. Und die kamen dann auf mich zu und haben gesagt, Mike, du hast so eine geile Stimme, wir würden gern mal was mit dir machen. Kennst du die Nummer Wunderschön? Das war ja damals ein Cover von einem ganz großartigen Sängerkollegen von CJ Taylor. Ja. Und haben dann gesagt, ja, okay, warum nicht? Lass uns das doch einfach mal versuchen. Und ich habe gesagt, Bedingung ist nur, wir machen so eine richtig geile Power-Nummer daraus, weil die Nummer ist im Original ja wesentlich ruhiger und fast schon ein bisschen Reggae-mäßig, so ein Fingerschnips-Song. Ja, ja. Und genau, der Rest ist dann Geschichte. Und dann waren die beiden Nummern so dermaßen gut und haben so toll funktioniert. Und dann wäre jetzt die nächste Konsequenz gewesen, eine dritte Single zu machen. Mhm. Aber was sollen wir mit einer dritten Single? Wir haben so viele tolle Songs in der Zeit geschrieben und an tollen Songs gearbeitet und haben mal gesagt, warum machen wir nicht direkt ein ganzes Album daraus? Sehr schön, sehr schön. Nee, und das Album ist jetzt quasi draußen, also offiziell ab 30. April ist es, glaube ich, für die Öffentlichkeit verfügbar. Richtig. Und eine Single ist schon wieder draußen und die heißt eigentlich, wenn wir uns wiedersehen. So heißt das Album. So heißt das Album, Entschuldigung, ja, richtig, nee. Ist nochmal eine ganz andere Nummer, genau, richtig, aber... Genau. Die aktuelle Single. Du bist wahrscheinlich deswegen so verwirrt, Frank. Richtig. Bist wahrscheinlich deswegen so verwirrt, weil ich ja so viele Lieder schon im Vorfeld veröffentlicht habe. Das mag durchaus daran liegen. Ich blende mal kurz das Album ein. So haben wir es wenigstens. Genau, wenn wir uns wiedersehen. Das ist es. Genau, ist das Album. Wenn ihr dann irgendwie online schaut oder wenn ihr im Real, bei Müller, bei Saturn, bei Mediamarkt, überall gibt es die CD zu kaufen. Und die erste Single-Auskopplung haben wir Mitte April gemacht und die heißt 1000 Melodien. Auch eine ganz, ganz tolle Nummer, geschrieben von Tom Marquardt und Anja Krabbe, zwei ganz tollen Kollegen. Funktioniert ganz toll und die Leute haben unglaublich viel Spaß dabei. Und das war der Albumtitel, heißt, wenn wir uns wiedersehen, und der ist etwas doppeldeutig gemeint. Richtig, genau. Den hatte ich nämlich heute schon wiederum im Radio gehört. Bei unserem Heimatsender SWR4. Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Also, wenn wir uns wiedersehen, ist eine Doppeldeutigkeit. Ich habe, zum einen ist es eine Dreideutigkeit sogar, weil ein Titel heißt auf dem Album, wenn wir uns wiedersehen, und es geht
darum, dass die Leute mich sehr lange nicht mehr gesehen haben. Das unter Umständen, einmal, ja. Ja, genau, haben sie mich zuletzt vor 15 Jahren gesehen, als ich noch ohne grauen Bart bei DSDS gewesen bin. Und zum anderen, die zweite Deutlichkeit ist, dass wir uns ja nach dieser Pandemie hoffentlich bald alle irgendwie wiedersehen. Und ja, genau. Und die dritte eben, weil es so ein wunderschöner Song auch geworden ist, der auf dem Album ist. Und eigentlich heißt es dann eher wieder irgendwie im Himmel. Und was da noch drin vorkommt, ich denke mal, da geht es dann eher wieder jemand, den man verloren hat, darum. Ne? Genau, genau. Es ist eigentlich geschrieben worden, also Tom und ich, wir haben die Ballade geschrieben. Es war ursprünglich eine Ballade zum Gedenken an meine Oma, die vor einigen Jahren verstorben ist. Und die den schönen Satz gesagt hat, wenn wir uns wiedersehen, wird's noch mal so schön. Und wenn wir uns wiedersehen, heben wir unsere Gläser. Meine Oma wollte nie, dass man traurig ist, wenn man geht. Und sie sagte, solange du dich an mich erinnerst, lebe ich ja noch weiter. Und eigentlich müsste man daraus eine Ballade machen, aber wir haben dann den Song so gefühlt und irgendwann immer schneller gespielt. Und daraus ist dann, ich will nicht sagen, eine Hymne geworden, aber schon ein sehr lauter Song, den man feiert. Mhm. Und irgendwie ist es so eine ganz große Sehnsucht wieder, dass wir uns alle wiedersehen und wieder zusammen feiern können. Also es geht vom ganz Kleinen ins ganz Große. Sehr gut. Ja, jetzt müssen wir nochmal auf DSDS mal kommen. Ganz normal 15 Jahre zurück. Damals warst du ja Platz 2 vor oder hinter Tobias Regner. Der hat dich natürlich auf den zweiten Platz verdrängt. Aber genau. Ich glaube, damals war es recht erfolgreich und es ging eigentlich auch ganz gut los, so das erste Jahr. Aber dann gab es ein paar Schicksalsschläge. Eher mal wurde es dann wieder von der Plattenfirma fallen gelassen und sind dann doch wieder ging es bergab. Kann man sagen. Ja, also so wie das ganze Leben, das ganz normale Leben für jeden von uns immer so seine Überraschungen und Ups und Downs bereithält, genauso ist es dann auch bei mir gewesen. Es ging von einmal Superstar wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und was für mich nie besonders schlimm war. Ich habe da nicht schlimm drunter gelitten, sondern ich hab von vornherein gesagt, ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich mal in einem Interview 2006 gesagt habe, ich weiß, dass irgendwo an meinem Körper ein Verfallsdatum steht. Wie bei so einem Joghurtbecher, dass der ist irgendwo eingestanzt. Ich weiß allerdings noch nicht, ob da 2006, 2007 oder 2040 dran steht. Ich weiß nur, dass dieses Format nicht so darauf ausgelegt ist, langlebige Künstler zu formen. Weil jeder, der denkt, nach DSDS, wenn du das irgendwie gewonnen hast oder Dritter oder Vierter geworden bist, dann hast du es geschafft, der ist eben auf dem Holzweg. Sondern es geht darum, dass du eine gewisse Basis dir schaffst, wo du dann einfach weißt, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, dann habe ich so den ersten Einstieg geschafft. Aber danach geht es eigentlich erst richtig los. Und so war es dann auch bei mir. Dann war der 2006er Sommer, das war übrigens das Sommermärchen. Und das war alles toll. Wir waren groß auf Tour, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und im Himmel war Jahrmarkt und ich hatte Freikarten. Das war wirklich toll. Aber die Zeit war dann spätestens 2007 dann schon wieder vorbei. Dann gab es den nächsten Superstar. Das war kein geringerer als Mark Medlock. Und irgendwie waren dann alle Türen, die vorher geöffnet waren, waren dann auf einmal wieder geschlossen. Und das war schon ein komisches Gefühl, aber life goes on. Ich bin so ein Stehaufmännchen und habe dann gedacht, okay, kein Problem, dann machst du halt was anderes. Ja. Und bin dann zum Radio gegangen. Sehr gut, sehr gut. Ja, also jetzt ist Dieter Bohlen nicht mehr. Jetzt ist natürlich auch da eine ganz neue Ära, die nächstes Jahr da fortgesetzt wird. Ob es noch weiterhin so erfolgreich ist. Sein wird, wird man sehen. Kommt drauf an, wer die Führung da übernimmt. Also ohne Dieter Bohlen war es aber wirklich schrecklich, muss man mal sagen. Also ich weiß nicht, wie ihr da so drüber denkt, liebe Freunde von Promigelflüsse, aber für mich war das überhaupt nichts. Also mir hat Dieter Bohlen wirklich gefehlt. Das war, als würde die Hälfte vom Bildschirm irgendwie nicht sichtbar sein.
Ich fand das Finale ganz, ganz schrecklich. Also auch wenn Thomas Gottschalk in allen Ehren das ganz toll gemacht hat, respektabel gemacht hat, ist auch eingesprungen. Ich glaube, das ist für ihn auch keine einfache Geschichte gewesen. Aber er fehlt wirklich. Und ich bin mir aber ganz sicher, das wäre nicht Dieter Bohlen. Also wenn dieser Mann jetzt in Rente gehen würde, fress ich auf jeden Fall einen Besen mit Stiel. Das glaube ich nicht. Der wird noch ein bisschen durchhalten. Irgendwo wird man ihn bestimmt wiedersehen. Das denke ich auch. Dann warst du ja auch dann, glaube 13 Jahre später nochmal bei bei Supertalent. So, jetzt. Genau. Und da hast du wieder Dieter wieder begegnet. Aber er konnte sich, glaube ich, nicht mehr wirklich an dich erinnern, wenn ich das so richtig gelesen habe, oder? Das stimmt. Weil du dich auch verändert hast, natürlich, ne? Naja, ich meine, gut, Frank, wie hast du denn vor 15 Jahren ausgesehen? So ist es, genau. Also, das ist ja ihm überhaupt nicht zu verübeln gewesen. Aber es war toll. Also die Redakteure haben mir auch gesagt, okay, Mike, du gehst jetzt auf die Bühne, du wirst jetzt gleich vor Dieter singen. Wir haben ihm nichts gesagt. Also er weiß nicht, dass du da bist. Ich glaube, Sarah Lombardi, die in der Jury war, die wusste das, die hatte das auf dem Redaktionszettel stehen. Bei mir war das, aber bei ihm war das nicht so. Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, als ich dann auf diesen Stern gegangen bin und er dann gesagt hat, wortwörtlich hat er gesagt, heieiei, dich kenne ich doch. Und dann sage ich so, ja, Dieter, ich glaube, wir kennen uns ganz gut. Sag mal, wie lange ist das her? Und dann habe ich gesagt, das waren damals 13 Jahre. Sagt er, leck mich am Arsch. Ja, naja, klar, also in 13 Jahren ist viel passiert. Definitiv. Nur mal für uns ganz schnell so zum Zusammenfassen. Vor 13 Jahren war er noch mit Estefania Küster zusammen. Ja, okay. Kennt ihr noch die Zeit mit Estefania? Ja, ja. Genau, die hat ihn damals nach der Sendung immer mit so einem Jeep abgeholt, das weiß ich noch. Sehr sympathischer Mensch, von ihr hört man ja nicht mehr so viel. Ich glaube, sie ist jetzt nicht mehr prominent. Ich glaube, das hat sie auch bewusst getan. Und das war noch eine ganz andere Zeit. Ich meine, man sagt jetzt, 15 Jahre ist es her. Ja gut, man kann ungefähr fühlen, wie viel 15 Jahre sind. Aber wenn ich dir sage, ich war das letzte Mal wirklich im Fernsehen, da gab es noch Jamba-Klingeltöne, da gab es noch Talkshows, da gab es noch Hans Meiser, da gab es noch Mola Adebisi, Viva gab es noch. iPhone, es gab noch kein Facebook. Also dann kann man schon so ein bisschen dran fühlen, dass das doch echt eine lange Zeit ist. Richtig, richtig, genau. Ja, also ich sagte, da gibt es einige Erinnerungen wieder, wenn man da so zurückdenkt. 2016 hattest du natürlich ein bisschen gesundheitliche Probleme. Zweimal Herzinfarkt, habe ich gelesen. Ja. Aber jetzt, wie ist der aktuelle Gesundheitszustand? Ich war vor 3 Monaten das letzte Mal beim Checkup. Wenn man einen Herzinfarkt hatte, muss man einmal im Jahr zu einem Checkup gehen. Und das ist gut durchlaufen. Man wird immer sehen, Menschen, die Herzinfarkte haben, wissen das von der Nachuntersuchung, also der Herzinfarkt wird ewig im EKG sichtbar bleiben. Mhm. Ich habe auch eine vernarbte Stelle in meinen Herzkranzgefäßen an der hinteren, an der Hinterwand, sozusagen ein Andenken und auch ein Mahnmal. Mhm. Aber die Herzleistung ist inzwischen die eines fast normalen Menschen. Ich bin quasi ein fast normaler Mensch. Okay. Woran lag es damals? Hast du viel geraucht oder ungesund gelebt? Oder wie kam es zum Herzinfarkt? Ja. Also ich glaube, ich habe alles falsch gemacht, was man seinem Körper und seiner Seele falsch antun kann. Also ich war stark übergewichtig, ich habe geraucht, ich habe zu viel Red Bull getrunken, ich war richtig Energy Drink süchtig, ich habe teilweise 20 Espressos am Tag getrunken. Ich weiß nicht, warum ich krankhaft wach bleiben wollte, dabei bin ich ein Mensch, der sehr gerne schläft. Aber das war nur die eine Seite. Ich glaube, die viel schlimmere Seite oder die dazu beigetragen hat, war die seelische, psychische Seite. Ich habe mir sehr viele Sorgen um meine Zukunft gemacht. Ich war sehr gestresst in meinem Beruf. Ich war nie zufrieden. Ich habe viel Geld verdient. Ich habe dann damals in der Modebranche gearbeitet, im Vertrieb, habe Turnschuhe verkauft und
Denn ich musste sehr viel reisen. Ich hatte eine sehr angesehene Stellung mit Dienstwagen und Diensthandy. Mir ging es gut, aber ich habe viel zu viel gearbeitet. Und ich habe nie aufgehört zu arbeiten. Ich war besessen davon, irgendwie es allen noch mal zeigen zu wollen, fernab so des ganzen Prominenten-Daseins. Und habe wirklich Raubbau an meinem Körper betrieben. Ich war wirklich stark übergewichtig und ja, genau, das waren so die Faktoren. Okay, und jetzt lebt man dann doch ein bisschen bewusster und denkt dann doch ein bisschen anders drüber, ne? Ein bisschen ist gut. Also ich habe wirklich mich auf der Stelle umgedreht, 180 Grad, und habe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Komplett. All das, was vorher für mich galt, gilt seitdem für mich nicht mehr. Gut, jetzt durch den Lockdown, muss ich zugeben, ist der Sport wesentlich in den Hintergrund gerückt. Die Fitnessstudios haben nicht auf. Ich kriege den Arsch hier zu Hause nicht so richtig hoch. Da bin ich auch nur Mensch. Außerdem habe ich eine chronische Arthrose in den Knien und in den Schultern. Schau mal hier gerade. Das Knie ist auch wieder eingetaped. Also das habe ich ständig. Entweder ist die Schulter kaputt oder das Knie kaputt. Das nervt, wenn man Sport machen möchte. Aber ja, genau. Aber ansonsten die ganzen Sachen habe ich sein lassen. Ich vermeide Stress. Ich bin ein sehr glücklicher Mensch geworden. Ich habe mein Seelenkostüm bereinigt und bin inzwischen mit der tollsten Frau auf der Welt zusammen, die mich unglaublich glücklich macht. Und ja, also ich glaube, ich werde jetzt wirklich 120 Jahre alt. Na dann, da drücken wir ganz fest die Daumen dafür. Ja, danke. Aber jetzt auch natürlich musikalisch, wie gesagt, da angekommen, wo du wahrscheinlich auch hin willst, nämlich die Erfolge, und die sprechen für sich, gerade jetzt mit dem aktuellen Album. Ich glaube, 14 Titel sind drauf, wenn ich es jetzt gerade so richtig überblickt habe. Und wie sind sie denn entstanden? Was kann man denn dazu sagen? Ich habe gerade auch nochmal in der Bio da oder in der Pressemitteilung gelesen, dir gefällt jeder Tag oder jeden Tag ein anderer Titel gut. Also ist gar keine, ja man kann es gar nicht wirklich beschreiben. Ne? Ja, also doch, es ist wirklich verrückt. Frank, du musst dir das so vorstellen, ein Album machst du nicht auf Kommando. Ja. Jürgen von der Lippe hat mal gesagt, die besten Witze fallen mir auf dem Klo ein, wenn ich keinen Stift dabei habe. Und so ähnlich ist es mit Musik. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt habe ich 2 Stunden Zeit, jetzt schreibe ich mal ein Lied. Ja. Das geht nicht. Das heißt, der Kopf des Künstlers ist ständig an. Da sind ständig Melodien, da sind ständig irgendwie, die einen Sachen sind gut, die anderen Sachen sind schlecht. Die einen Sachen vergisst du dir aufzuschreiben und dann, wenn sie gut waren, fallen sie dir am nächsten Tag noch ein. Wenn sie nicht so gut waren, hast du sie am nächsten Tag vergessen. Und so ähnlich war es mit unserer Musik. Wir haben also uns hingesetzt und es floss einfach. Und ich glaube, es hat sich noch, ich kenne natürlich nicht alle, aber ich glaube, es hat sich noch nie jemand ein Jahr lang Zeit genommen, um ein Schlageralbum zu machen. Wir haben teilweise von manchen Songs 50 Versionen. Da müsst ihr euch vorstellen, es war Version 1 fertig und wir haben den Song liegen lassen. Dann haben wir das nächste Lied geschrieben, das uns einfiel, und dann war das fertig. Und dann haben wir nochmal das Lied 1 gehört, Version 1, und haben gesagt, nee, das ist irgendwie noch nicht so gut. Das mit dem Saxophon, irgendwie klingt das nicht gut, und haben davon wieder eine neue Version gemacht. Und jetzt musst du dir vorstellen, du machst von einem Lied 50 Versionen. Es gibt zum Beispiel von Wir sind 1000 Melodien, gibt es, ich glaube, 27 Versionen. Okay. Also wir haben das in der Reggae-Version aufgenommen, ein bisschen schneller, ein bisschen rockiger, dann mit ein bisschen mehr Dance. Also wir haben so viel ausprobiert. Natürlich auch Corona sei Dank hatten wir diese Zeit. Vor allen Dingen der Dirk, unser Produzent, hatte diese Zeit. Ich glaube, die werden wir nie wieder haben. Also es ist so viel Liebe, Schweiß, Blut, gefahrene Kilometer, McDonald's-Tüten. Also da ist so viel Liebe drin, das hört man, glaube ich. Ja, auf alle Fälle, genau. Aber wenn du gerade so sagst, wie viele Versionen, ich meine, das geht mir aus meiner Sicht, ich bin ja auch sonst mit Fotografie groß geworden, wenn man da mit Photoshop was bearbeitet, dann gibt es auch so unzählige Möglichkeiten, um ein Bild richtig rüberzubringen. Entweder von Schwarz-Weiß angefangen bis hin zu romantisch verträumt, Nuancen. Etc.
Genau. Richtig. So Nuancen. Ist es. So ist es. Man muss sich absolut richtig, das ist ein toller Vergleich. Ich sage immer, oder ich sage mal, nimm ein weißes Blatt Papier und versuch es und versuch ein Sommerbild zu malen. Ja. Du hast ja 1 Milliarde hoch 2 Möglichkeiten. So ist es. Du kannst es egal wie machen, egal wie. Jeder erlebt auch gute Stimmung anders. Es gibt einige Songs, da sagt zum Beispiel meine Mom, da muss ich immer weinen. Und ich sage, hä? Bei dem Song muss ich die Hände in die Luft heben und feiern. Ja. Ja, aber das ist irgendwie so melancholisch. Ich sage, ja, mich regt es eher zum Lachen an. Und so ist Emotion. Ne? Sie ist ganz halt genau. ganz schwer genau. beschreibbar. Richtig. Richtig. Ja, jetzt natürlich mit dem neuen Album will man natürlich auch raus zum Publikum. Ist ja leider momentan nicht möglich. Was bietest du deinen Fans? Also es ist natürlich ganz klar, Corona hat uns ja alle wie eine Anaconda im Würgegriff. Und es war auch in der Vorbereitung für die Promotion zum Album war es unglaublich schwierig. Wir konnten keine Autogrammstunden machen, wir konnten nicht in die Center raus, wir konnten keine Konzerte spielen, wir konnten nichts, also wirklich nichts. Und konnten nur, und damit das meine ich nicht nur, sondern ausschließlich mit unseren Fans arbeiten und mit Social Media arbeiten. Und ja, der Erfolg war dann tatsächlich sehr überraschend, dass es jetzt so vielen gut gefällt, dass so viele sagen, Mike, wir sind am Start, wenn du das Album rausbringst. Und ja, also deswegen meine Bitte auch an euch und die das jetzt gucken, gibt der Musik eine Chance. Also ich sage nicht einfach, kauft euch die CD, sondern oder streamt sie bei eurem Musikportal, sondern tatsächlich gebt den Nummern doch mal eine Chance. Wenn ihr jetzt denkt so, ey, den finde ich irgendwie ganz nett und der erzählt irgendwie cool, ich höre mir das mal an, da würde ich mich total drüber freuen. Auf alle Fälle, ne, da denke ich mal, wird bestimmt einiges kommen. Genau, wo kann man dich denn jetzt so auf den Social Medias überall erleben? Klar, eigene Homepage, das heißt Mike Leon, genau. Genau, aber die ist nicht so schön. Am besten und tagesaktuell geht es natürlich immer über die großen Plattformen, wo ich überall vertreten bin. Also egal ob Facebook, ob Instagram oder TikTok, einfach meinen Namen eingeben, Mike Leon Grosch, und dann solltet ihr zu mir finden. Und YouTube, denke ich, auch noch. Da kann man auch noch Videos dann wieder sehen. Genau. Ja, dann müssen wir uns unbedingt auch vernetzen jetzt in Zukunft. Ganz klar. Denn immer wenn es wieder was Neues gibt von Mike Leon Grosch, dann bitte unbedingt melden. Können wir gerne hier unterkriegen bei uns. Und ja, und dann stehen jetzt einige Promotermine doch noch an. Und ich denke mal, die eine oder andere Fernsehsendung wirst du bestimmt auch zu sehen sein. Immer wieder sonntags oder sonst wo, ne? Ja, genau. Also wir werden auf jeden Fall das machen, was möglich sein wird. Es ersetzt natürlich niemals irgendwie das Konzert, und das fehlt mir so unglaublich. Ich habe neulich mit Ramon Roselli darüber gesprochen, dass es so unfassbar komisch ist. Uns beide eint ja nicht nur DSDS, sondern auch, dass unser Erfolg nach Corona kam. Also das verbindet uns. Mhm. Und er ist erst seit Corona bekannt. Also die letzten DSDS-Sendungen waren ohne Publikum. Und es waren ja Geistershows. Und bei mir ist der erste Erfolg auch genau in der Corona-Zeit gekommen. Und wir beide haben noch nie unsere Titel vor Publikum gespielt. Wir haben beide für unsere Lieder noch keinen Applaus bekommen. Und das ist schon sehr komisch. Deswegen ist es für uns auch so abstrakt. Ich habe kurz was. Moment. Oh, das ist aber schön. Der tat aber gut. Also hier, das Programm macht's möglich. Genau, ja. Sehr schön. Jetzt haben wir doch schon viel über dich erfahren, und ich hoffe, wir sehen uns auch hoffentlich irgendwann in Kürze in Bälde, sage ich mal, irgendwo persönlich live vor Ort irgendwo. Wäre schön. Gerne. Ja. Ja. Auch noch, wenn wir vielleicht noch ein halbes Jahr durchhalten müssen, wer weiß, keine Ahnung, aber ich denke mal, irgendwann im Laufe des Jahres wird der Spuk hoffentlich wieder langsam zur Normalität übergehen. Da drücken wir uns alle die Daumen. Ja, ich glaube, es wird
tatsächlich nicht über Nacht passieren. Ich glaube, dieser Prozess wird ganz schleichend werden. Und dann werden wir auch irgendwann alle so denken, hä, ja, verrückt, auf einmal ist es schon wieder vorbei. Jetzt hat sich gerade hinten jemand reingeschlichen ins Bild. Ja, das war meine Freundin, die wollte, glaube ich, gerade durch den Raum. Wir haben es gerade noch kurz gesehen, aber ist okay. Ja, nee, klar, das wird, denke ich, mit Sicherheit etwas, ja, wie du sagst, langer schleichender Prozess und bis das alles wieder Normalität ist. Ja. Ja. Aber wir schaffen das. Wir schaffen es, ganz genau. Dann wünsche ich dir jetzt viel, viel Erfolg mit dem Album, dass es so einschlägt, wie du dir es wünschst und danke, Frank. Dass alles so vorangeht. Danke, Frank. Da freue ich mich. Vielen Dank für das Interview, danke für euer Interesse. Es ehrt mich sehr und hoffe, wir hören ganz bald wieder voneinander. Und ihr da draußen, macht's gut. Alle sagen immer, bleibt gesund. Ich glaube, das wissen wir alle. Ich sage immer, vertragt euch. Jetzt in dieser komischen Zeit, wo es sich so irgendwie komisch zuspitzt, ist mein Wunsch an euch alle draußen, vertragt euch. Seid gut zueinander. Ich weiß, der Raum ist gerade recht eng, auf dem wir aufeinander hocken. Deswegen seid lieb zueinander und verbreitet Liebe.